Hi, hallo und ho, ho, ho. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, sag allen Bescheid. So, recht herzlichen Dank an euch alle fürs Gucken, fürs Kommentieren, fürs Abonnieren. Ja, da habe ich ein paar Geschenke für euch parat. Ho, ho, ho. Ja, nicht nur das X-Men Special mit dem Cheezer hier. Nein. Zugleich lade ich euch noch zwei Weihnachtsgeschenke hoch. Einmal ein Buch, The Creation of Wing Chun von Benjamin Judkins und John Nielsen. So, und das Video kannst du mal so Play, Pause, kannst das Buch halt lesen. So, und das zweite Präsent wird dann was für Liebhaber sein. Nice. Mit ein paar wenige Stücke aus dem privaten Nachlass vom Slavko Truntic in Chigir. Damn! Frohes Fest. So, herzlich willkommen zur Cheezer Session. Ne? Die hatte ich schon länger in der Pipeline. Ist irgendwie nie dazu gekommen. Ne, dann machen wir das jetzt. Und wir haben auch richtig schöne Dinge abgeliefert. Ne? So, aber am besten fangen wir mal ganz am Anfang an. So, wir starten mit dem Warm-Up-Flow hier. Ponsau, ne? Angriffssequenzen aus den Cheezer-Sektionen so zum Warmfeuern. So, dabei soll die Defense lebendig sein, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht stören. Ne? Aber halt eben lebendig sein. Guck hier, die Rüge, ne? Also anders wie eine non-fighting culture, für die der Athlet dazu ermutigt, immer wieder seine Arme hochzubringen hier. Ne? So, die Verteidigung, die soll kommen, ne? So ein bisschen verzögert, so dass das Warm-up von dem Angreifer jetzt nicht so unnötig blockiert oder gestört wird zu dieser jetzigen Phase des Trainings, ne? Denn die Verteidigung, die zieht sich ja an im Laufe der Session, so dass dann ein Spiralverhalten entsteht zwischen Angriff und Verteidigung, so dass das Ganze sich im Gesamten hochschaukelt, aber nie bis zum Kampf geht, ne? Denn Cheezer ist für das Sport Wing Chun eine Trainingsmethode, ne? Aus der wir dann Sequenzen ins Sparring transportieren. Das wäre aber nochmal Thema für ein anderes Video. Was kommen wird, bleibt am Ball. Das eigentliche Cheezer ist Training der taktilen Wahrnehmung, das heißt im Kontakt mit den Armen, mit den Beinen oder mit dem Körper des Gegners. So im Angriff, um im Kontakt mit den Armen beispielsweise die Arme des Gegners bei einem Trapping Arms Angriff, ja, für eine Gegenmaßnahme des Angriffs zu blockieren, sodass der Gegner den Treffer hinnehmen muss. So, und in der Verteidigung, um Druckeinwirkung und Druckkraft zu identifizieren und reflexartig abwehrend zu reagieren. So, bisher alles in 2D, wollen wir jetzt auf 3D das Bewegungsfeld so erweitern, ne? Das heißt, bei Street Fighter war alles 2D, vorwärts, rückwärts, so, ne? Das hat man jetzt bisher so, und wie bei Tekken dann, ne, kam die Bewegung off-centerline auf die Flanken des Gegners, die kamen dann hinzu, so, das machen wir jetzt auch, bringen da auch schon ein bisschen so Kickarbeit mit rein, ne? So, und schleifen das ein bisschen, bis wir dann gleich in die freie Bewegung gehen. Was, wenn du da reinkommst, wirklich hier rausgehst? Boah, das ist natürlich geiler Schütter. Ja, schön. Ja, ja, ja. Tritt meine Schulter anstatt Kopf. Tritt die Schulter. Damit du dich nicht zurückhältst. Jawohl. Du musst lernen, da oben dich zu bewegen, routiniert. Ja, wo du halt rausgehst, bumm. Ich knall den ja später an den Kopf, nicht an die Schulter. Ja, nur weiter. Komm, frei bewegen, nicht Arme hin. So, jetzt hier ist das Ziel. Hier musst du einen Plan haben. Hier musst du dich frei bewegen.
ein bisschen Widerstand aufbauen. So, freie Bewegung, ich denke, das ist erklärt. Ne? So im Anschluss an so eine Session, dann zieht man eigentlich die Handschuhe an und versucht dann die Angriffssequenz und die Verteidigungsreaktion aus dem Teaser dann ins Sparring mit rein zu transportieren, ne? Wo ich schon vorhin gesagt habe. Ne? Dazu wird ein Video kommen. Das heißt, jetzt erstmal viel Spaß und gesegnete Feiertage und bis zum nächsten Mal. Ja, wer kommt da weiter spielen? Ne? Ein paar Mal dran setzen. Jawohl. Ja, guck mal, die Dinger denken gerade alles, was sie machen. Ja, lieber, sehr schön. Ja, und kopieren, guck mal hier. Wenn du den hast, kopieren. Jawohl, so gut genau. Ja. Den nur isolieren, nicht bewegen. Jawohl, so isolieren, damit du ihn nicht bewegst. Weiß nicht, Schritt rück nach, bitte. Aha, jawohl, sehr schön. Und das nochmal kommen. My name is Chance.